Coronavirus. Entspannt euch. Keine Panik, alles wird gut. Macht mal 2 Tage lang. Twitter zu, Facebook zu, macht die Nachrichten aus. Erstmals in Deutschland ist tatsächlich ja ein Patient erwischt worden oder ein Mann mit diesem Erreger infiziert worden. Der ist in Starnberg klinisch in einem Top-Zustand. Er wird medizinisch überwacht, er ist isoliert. Also von ihm besteht sicher keine Gefahr mehr. Ja. Bezogen auf das neue Coronavirus lautet die wichtigste wissenschaftliche Erkenntnis der vergangenen Stunden, der vergangenen Tage, dass der Erreger dem damals für SARS verantwortlichen Coronavirus sehr ähnlich ist. Das heißt, Experten wie Ärzte, Apotheker, Forscher können das viel besser einschätzen, taxieren, geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen. Und deswegen muss man sich da nicht ganz so verrückt machen, wie es jetzt in der Zeitung steht, vor allem in der Bild-Zeitung und ja, insbesondere auf Twitter und Facebook, die ganzen fachfremden Leute, ich sag's mal so, ihren Senf dazugeben. Das ist immer so eine Sache, ne? Wie war das 2002, 2003? Da gab es SARS. Es hat 770 Menschenleben gefordert. In den letzten 17 Jahren hat allerdings die Medizin enorme medizinische Fortschritte gemacht, deutlich schneller entwickelt. Die Behörden haben dazu gelernt, Flughäfen haben bessere Pläne. Auch die WHO hat andere Strategien abgeleitet, was sehr erfreulich ist. Es gibt keine schützende Impfung, muss ich ganz klar sagen, oder auch keine spezielle Therapie. Aber die Symptome, also trockener Husten, Fieber, Atemnot, die kannst du mit Medikamenten abmildern. In den meisten Fällen verläuft es auch äußerst harmlos, es sei denn, du bist sehr alt, geschwächt und eh schon krank. Also wir haben eine Ähnlichkeit zur SARS-Epidemie 2002, 2003. Da hat es in Deutschland damals vor 17 Jahren 9 Nachweise gegeben. Kein einziger ist zum Glück verstorben. Ja, dass im letzten ja, oder 2018, 2019, 954, also fast 1000 Influenza-Todesfälle zu beklagen sind, darüber die Presse kaum oder gar nicht berichtet, weil es einfach nicht reißerisch genug ist. Also Deutschland ist auf das neuartige Virus absolut gut vorbereitet, würde ich mal sagen. Und es ist vor allem wichtig, dass eigentlich mögliche Erkrankungen früh erkannt werden. Wenn du jetzt meinst, du hast einen grippalen Infekt, geh zum Arzt, musst ja auch nicht gleich nach China reisen. Vergleiche ich jetzt die Sterblichkeitsrate, also das ist die Zahl der Infizierten, die tatsächlich an dieser Krankheit sterben, vom neuen Coronavirus mit den früheren Epidemien, dann ist die deutlich geringer. Deutlich geringer, die liegt bei unter 1%, das ist immer noch viel zu viel, aber bei SARS und MERS war es bis zu 13%. Ja? Und obwohl jetzt vielleicht noch weitere infizierte Fälle importiert werden hier, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit keine signifikante Gefährdung hier geben. Es ist für mich im Gegenteil sogar erstaunlich, dass in Deutschland jährlich Tausende, weit über 10.000 Tote an Influenza sterben, obwohl ein Grippeimpfstoff hier wirklich letztendlich viel Leid und Todesfälle vermeiden können. Also Hände waschen, Tee trinken, bei den nächsten Diskussionen mit dem Arzt über Grippeimpfung nicht gleich ausbremsen, sondern zuhören, macht einfach Sinn. Also, alles wird gut. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Zieht trotzdem den Winkel nach oben. Love, Peace, Bye.